Hallo, herzlich zurück auf meinem Kanal. Unsere Rippen waren jetzt 2 Stunden lang im Ofen bei 140 Grad. Nun stellen wir den Ofen auf 210 und holen sie erstmal raus. So, wir decken die jetzt ab. Wie ihr seht, haben die schon eine schöne Farbe bekommen. Und jetzt drehen wir die um. So. Hier noch ein kleines extra Stück. Und nun geben wir als erstes unsere Kartoffeln da dazu. Die kommen mit in den Ofen. Und nun kommt das Geheimnis aller guten Rippen. Unseren Honig. Und wir bestreichen jetzt unsere Rippen mit dem Honig. Das gibt dann den Rippen einen ganz speziellen Geschmack. Und danach gehen sie nochmal für 10 Minuten in den Ofen hinein. So. Man muss da jetzt sparen mit dem Honig. Man kann da richtig drauf geben. Umso besser schmeckt es nachher. Das verteilt ihr mit dem Pinsel, mit so einem hier, verteilt ihr das über die Rippen drüber. Ihr braucht nur von einer Seite, braucht keine zwei Seiten. Noch ein bisschen mehr. Das sollte genügen. Richtig schön überall einschmieren. Hier haben wir noch ein extra Stück. Da streichen wir es auch nochmal drüber. Und jetzt aufgedeckt, nicht mehr zugemacht. Geht's in den Ofen. Nochmal ungefähr 10 Minuten und dann ist das servierfähig. Okay, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht bei meinem kleinen Video. Und ich hoffe, ihr könnt es nachmachen und schreibt mir eure Erfahrungen.
Ihr könnt mir natürlich auch folgen auf Facebook, Warung Jim, Instagram, Warung Jim. Einfach einen kleinen Kommentar da lassen, damit ich weiß, dass ihr mich gesehen habt. Und sagt mir eure Erfahrungen und wie es euch dann nachher geschmeckt hat. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Nachkochen. Ciao.